Regierung. Natürlich ist es logisch und natürlich wird Snowden auch damit recht haben. Niemand der potenziell Betroffenen hat das kommentiert. Stattdessen erfreut uns Verfassungsschutzpräsident Maaßen zum Komplex Wirtschaftsspionage mit der Behauptung, es gäbe keine Hinweise darauf. Weiter zieht er die Glaubwürdigkeit Snowdens generell in Zweifel und unterstellt ihm implizit eine Zusammenarbeit mit Russland. Immerhin dieses Handwerkszeug eines Geheimdienstlers beherrscht er. Eine unliebsame Quelle diskreditieren und Misstrauen durch haltlose Verdächtigungen und Andeutungen schüren. Am Dienstag haben Linke und Grüne sich auf einen gemeinsamen Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verständigt. Union und SPD behaupten, das prinzipiell zu unterstützen. Nur gibt es Differenzen, was zulässige Fragen für diesen Untersuchungsausschuss sind. Und dabei ist Herr Bosbach von der CDU besonders niedlich, der sich darüber echauffiert, dass die Vorwürfe gegen die NSA nun zum Anlass genommen würden, die Arbeit unserer eigenen Dienste kritisch zu hinterfragen. Ja, was denn sonst? Wenn Geheimdienste heimlich, still und leise zu unser aller Ausspähung zusammenarbeiten, dann müssen wir uns auch die vornehmen, an die wir am einfachsten rankommen, nämlich BND und Verfassungsschutz. Auch Bosbach kommt nicht umhin zuzugestehen, dass als wichtiger Zeuge wohl nur Edward Snowden zur Verfügung stünde. Sein Relativierungsversuch, dass die meisten seiner Erkenntnisse doch längst veröffentlicht sein dürften, dürften in den Bereich des Wunschdenkens gehören. Snowden selbst hat am Sonntag anderes gesagt. Zusammengefasst heißt das also, Snowdens persönliche Anwesenheit vor dem Untersuchungsausschuss ist notwendig. Punkt. Und die Opposition hat zu wenig Stimmen, um den Untersuchungsausschuss alleine einrichten zu können. Die Diskussion darüber beginnt jetzt im Februar. Es ist unser aller Pflicht, so wie wir heute hier versammelt stehen, in den nächsten Wochen klarzumachen, dass wir maximale Aufklärung wollen. Nur durch Druck aus der Bevölkerung können wir die hoffentlich zurechnungsfähigen Abgeordneten der Regierungskoalition, die sich unseren Grundrechten verpflichtet fühlen, dazu bringen, die Opposition bei der Einrichtung dieses Untersuchungsausschusses zu unterstützen. Edward Snowden hat es immerhin in einem Halbsatz in die Regierungserklärung von Frau Merkel am Mittwoch geschafft. Dann zündete sie die Nebelkerze in Form eines Lobpreises der Wichtigkeit der Arbeit von Geheimdiensten. Und sie will die Verhältnismäßigkeit der Überwachung prüfen. Hört sich nett und besonnen an, ist es aber nicht. Denn eine juristische Prüfung beginnt viel früher. Nämlich bei der Feststellung, dass ein Grundrecht verletzt wurde. Der Eingriff in ein Grundrecht darf nur durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Übersetzt heißt das also, dass unsere Kanzlerin kein Problem damit hat, dass unsere Grundrechte verletzt werden und sie die Frage nach der Rechtsgrundlage erst gar nicht stellt. Erst dann kommt für den Juristen die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und wo bitte ist der legitime öffentliche Zweck, unsere Handygespräche, unsere E-Mails, unser Surfverhalten zu überwachen? Ist das geeignet, erforderlich und verhältnismäßig? Und wenn ja, für was? Denn alles andere ist rechtswidrig. Und weiter geht es. Und weiter geht es im Feuerwerk der sinnlosen Worthülsen. Die Regierungspressekonferenz vom Montag. Auftritt Christiane Wirz, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Auf die Frage eines Journalisten, ob sich die Frage nach Asyl oder einer Aufenthaltsgenehmigung für Herrn Snowden noch einmal erneut stelle, antwortet sie: Dazu ist ja hier im Sommer des vergangenen Jahres einiges gesagt worden. Das Thema war hier immer wieder aktuell. Aber an der Rechtslage von damals hat sich nichts geändert. Die Voraussetzungen dafür, dass Herr Snowden hier Asyl bekommen könnte, liegen nicht vor und dabei bleibt es. Habt ihr aufgepasst? Die Frage war nach Asyl oder Aufenthaltsgenehmigung.
Sie lässt die Aufenthaltsgenehmigung elegant unter den Tisch fallen. Danke. Dabei haben seit September letzten Jahres alle Abgeordneten des Bundestages Zugriff auf zwei Rechtsgutachten ihrer eigenen Juristen vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Es gab nur vage Andeutungen in der Presse, was genau in diesen Gutachten steht. Und als im Dezember ein deutscher CDU-Abgeordneter des Europaparlaments die Anhörung Snowdens in Brüssel zum Platzen gebracht hat, hat Stop Watching Us Berlin das zum Anlass genommen, in einer E-Mail-Aktion an die Bundestagsabgeordneten die Veröffentlichung dieser Gutachten zu fordern. Es war ein wenig zäh. Von den Abgeordneten der CDU-CSU hat sich kein einziger dazu herabgelassen zu antworten. Wir dachten, wir hätten ein paar im Bundestag. Aber die Gutachten sind jetzt zugänglich. Im Auftrag gegeben waren sie von Klaus Ernst von der Linken. Und seit dem 3. Januar sind sie auf der Seite von Hans-Christian Ströbele von den Grünen veröffentlicht. Das eine Gutachten hat den Titel Schutz vor Verhaftung von Zeugen vor einem Untersuchungsausschuss. Das andere, zulässige Gründe für die Ablehnung eines Auslieferungsersuchens nach dem Auslieferungsabkommen zwischen der EU und den USA. Daraus geht hervor, dass Snowden erstmal kein Asyl braucht, um legal nach Deutschland zu kommen. Wenn der Untersuchungsausschuss ihn vorlädt, muss das Bundesinnenministerium eine Aufenthaltserlaubnis erteilen. Es liegt im politischen Interesse der Bundesrepublik, das ist in § 22.2 Aufenthaltsgesetz geregelt. Genauso muss seine Sicherheit gewährleistet werden. Er hat Anspruch auf sicheres Geleit. Und sobald wiederum die Voraussetzung für sicheres Geleit gegeben ist, ist die Ablehnung eines Auslieferungsersuchens kein Bruch eines internationalen Vertrages. Das Auslieferungsabkommen mit den USA spielt dann keine Rolle mehr. Wir haben also kein rechtliches Problem, Snowden nach Deutschland zu bringen. Es ist eine rein politische Frage, ob der Untersuchungsausschuss das will. Und wie selbst Herr Bosbach zugeben musste, ist Edward Snowden der einzige Zeuge, den wir bekommen können. Ob Snowden nach seiner Ankunft in Deutschland einen Asylantrag stellt, ist eine komplett andere Frage. Sobald er auf deutschem Staatsgebiet ist, liegen die rechtlichen Voraussetzungen dafür eindeutig vor. Es gibt etliche Oppositionspolitiker, die Asyl für Snowden fordern. Oder er entscheidet sich für Brasilien. Er selbst hat Brasilien eine der interessantesten und dynamischsten Demokratien der Welt genannt. Damit können wir leider nicht mithalten, aber zur Gewährung sicheren Geleits dorthin wäre Deutschland ihm gegenüber verpflichtet. Es gibt wirklich einen riesigen Unterschied in den Reaktionen in Brasilien und Deutschland. Brasilien ist das am meisten überwachte Land in Lateinamerika. Wir sind das am meisten überwachte Land in Europa. In Brasilien hat es das Handy von Präsidentin Rousseff getroffen, hier das Handy von Kanzlerin Merkel. Die eine sagt ihre Reise in die USA ab, die andere sagt, mit einer Reise sei es nicht getan. Eine brasilianische Petition, die Asyl für Snowden fordert, hat bereits über 1 Million Unterschriften. Im Text der Petition heißt es, als weltweiter Anführer im Kampf für ein freies Internet und zum Schutz der Privatsphäre ist Brasilien der ideale Zufluchtsort. Die erfolgreichste deutsche Petition liegt bei etwas über 180.000 Unterschriften. Und auch wenn wir das proportional zur Bevölkerungszahl betrachten, müssten wir mindestens beim 1,5-fachen, also bei einer knappen 500.000 liegen, um da mithalten zu können. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, die Wichtigkeit von Snowdens Enthüllungen denjenigen klarzumachen, die heute noch nicht mit uns auf der Straße sind. Ein Beitrag dazu ist die Nominierung Edward Snowdens für den Friedensnobelpreis durch zwei norwegische Politiker. Das ist die Chance, dem Preis nach einigen fragwürdigen Preisträgern seine Bedeutung zurückzugeben. Und auch Gregor Gysi hat seine Ankündigung aus dem November umgesetzt und Snowden am Donnerstag im Namen der Linken für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Und das hat er getan mit einer Begründung, die klar und eindeutig ist. Er schreibt an das Nobelpreiskomitee,
Edward Snowden hat der Welt die illegale und kriminelle Praxis des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA vor Augen geführt und dafür gebührt ihm Dank und Respekt. Whistleblowern wie ihm ist es zu verdanken, dass die Weltöffentlichkeit erstmals vom vollständigen Ausmaß der Überwachungs- und Spionagetätigkeiten des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten von Amerika und anderer Geheimdienste erfuhr, die mit der seit vielen Jahren praktizierten massenhaften und lückenlosen Ausspähung von Millionen Menschen und zahlreicher Regierungen elementare Grundrechte und internationales Recht in eklatantester Weise verletzen. Edward Snowden hat sich mit seinem Einsatz und Engagement für die weltweiten Menschenrechte verdient gemacht und dabei sein Leben größter Gefahr ausgesetzt. Zitat Ende. Snowden hat im ARD-Interview gesagt, dass er nie ganz sicher sein wird, bis sich die Systeme ändern. Damit ist die Agenda klar. Es geht nicht nur um Schutz für Snowden und Aufklärung, wer wen wie überwacht. Es geht um fundamentale Veränderungen, die uns unsere Privatheit zurückbringen. Dafür müssen wir uns alle gemeinsam einsetzen. In diesem Sinne, einen Happy International Day of Privacy uns allen. Yeah.